Jetzt wird es ernst in Breisach. Die Mitstreiter kommen und mit ihnen jede Menge Erwartungen. Der Roberto ist ein typisch italienischer Typ. Also ich glaube, uns erwartet auf italienische Küche. So wie der Roberto ausschaut, denke ich, dass er eher im Gastraum ist. Dass er wahrscheinlich die Gäste bedient und die Gäste unterhält. Und er hat dann wahrscheinlich seinen italienischen Koch oder italienische Köchin, vielleicht seine Mama. Ja, wer weiß. Wir lassen uns überraschen. Hoffentlich wird es eine positive Überraschung für Philippos, Felix, Antonello und Abu. Benvenuto, Männer. Aha, da kommen sie. Buongiorno, bello. Buongiorno, Filippo. Buongiorno. Ciao, Felix. Buongiorno, Roberto. Bello. So, jetzt seid ihr endlich bei mir angekommen, in meinem Reich. Ich freue mich auf euch, dass ihr endlich auch mal die italienische Küche, wie ich sie mache, kennenlernt. Und jetzt geht's los. Andiamo. Und jetzt zeige ich als Italiener, was ein Italiener kann. Forza. Und weg ist er. Wie findet ihr das hier? Ich finde, es sieht sehr schön aus. Ja. Passt zu seinem Konzept dazu mit Weine. Das ist eine gute Idee. Der ist zwei Gleise gefahren. Kann genau. Sein Essen und Wein verkaufen. Er ist eine geniale Kombination. Ja. Er ist in den letzten Tagen gut angezogen gewesen. Ein typisch Italiener. Und so sieht tatsächlich das Lokal aus. Schöne Details. Es ist schick. Macht mir einen gehobenen Eindruck. Es ist auch mit Tischdecke eingedeckt, Stoffservietten. Und der hat Besteck, die sehen eher fast wie Silber aus. Also die Erwartungshaltung ist echt hoch. Ja, auf jeden Fall. Mal sehen, ob Robertos Speisekarte auch so gut ankommt. Dazu habe ich immer noch eine separierte Karte. Menü del giorno. Das bedeutet Tageskarte. Durch diesen Clipser denke ich, dass er regelmäßig seine Speisen austauscht. Ja. Und das spricht für ihn, dass er da wirklich frisch kocht und saisonal seine Karte anpasst. Insalata di polipo e patate ist ein Oktopussalat mit Kartoffeln, Rucola, Tomaten und Oliven. Klar, Kräuter sind dabei, ein bisschen Olivenöl, Zitrone. Ich werde heute experimentieren. Aha, Filippo, dimmi. Ich werde dieses Pulpo probieren. Ich werde dich nicht enttäuschen. Hoffen wir mal, dass Chefkoch Massimo auch wirklich hält, was der Capo verspricht. Ciao. Filippo, Massimo. Ciao, Filippo. Molto piacere. Piacere. So, das ist mein Chefkoch. Eingeflogen aus Neapel. Vor 3 Jahren habe ich ihn geholt. Ist mit der ganzen Familie hergekommen. Ciao. Seine Frau dabei. Siehst, die haben wir jetzt mal schon mal kurz gesehen. Toll. Er hat komplett seine Linie. Wir haben das vollste Vertrauen und ja, ein richtig geiler Typ. Dass der Roberto seinen Koch direkt aus Italien da hat, gefällt mir persönlich sehr gut. Weil so kann er wirklich unverfälscht italienische Küche kochen. Ja, es ist cool. Also authentischer geht's dann einfach auch nicht. Ne? Gibt's keine Entschuldigung mehr. Allora, Filippo, oggi prepariamo un'insalata di polipo. Ich habe tatsächlich bis jetzt nicht oft Pulpo gegessen. Und auch nicht gesehen, wie das zubereitet wird. Ich bin also wirklich gespannt. In Wasser, così. Schöner Pulpo, klasse. Der ist aber schlecht zu prüfen. Ne? Da kannst du nicht wie beim Fisch so raufdrücken. Der ist prall. Ne? Das ist ein Eiweißriegel. Grundsätzlich muss man achten, dass er einfach nach frischem Meer riecht und nicht irgendwie nach verfaultem Ei. Dann wird es dann unromantisch. Ne? Sein Pulpo-Wasser würzt Massimo mit schwarzen Pfefferkörnern und natürlich reichlich Salz. Also der Pulpo kommt für 30 Minuten in das kochende Wasser. Und dann, wenn er fertig ist, lasst ihn noch mal 15, 20 Minuten ruhen. Und dann wird das Wasser auch komplett rot sein. Und wenn er aber dann ruht in dem Wasser, kriegt er den Geschmack auch von dem Pfeffer. Das nimmt er dann an. Okay. Jetzt nimmt er das nicht an. Okay. Okay. Wie sollte die Konsistenz sein danach, wenn das fertig ist? Er mag die Konsistenz immer Medium. Der Robby, der meint jetzt nicht Medium wie beim Fleisch. Ne? Also ein bisschen aufpassen. Das Ding darf halt nicht so gummimäßig sein. Ne? Das muss schon zart sein. Ne? Aber es darf auch nicht irgendwie so weich sein, dass man dann auf der Zunge es püriert oder so. Aber es muss auf jeden Fall verhindert werden, dass du das Ding nicht 5 Minuten kaust. So, das ist der Vorbereitete. Den haben wir heute Morgen schon gemacht. Kartoffeln, Tomaten und Rucola runden Massimos Oktopussalat ab. Ich persönlich mag das Essen etwas pikanter, scharf. Hat er auch ein bisschen Schärfe oder isst man da auch Schärfe? Wenn du willst, macht er dir jetzt ein bisschen Peperoncino noch dazu. Und nachher die Chili-Fäden nur für die Dekoration. Gerne.
Ob das bisschen getrocknete Peperoni dem feurigen Philippos scharf genug ist? Dazu Knofi, Dressing, Oliven, paar Kräuter, Pesto. Das sieht so langsam gut aus. Sieht ein bisschen aus wie ein griechischer Salat. Ich bin gespannt. Der Massimo sieht so aus, als würde er sein Handwerk beherrschen. Also alles hat er in sicheren Schritten gemacht. Er hat nicht gezögert oder gezittert. Er kann seinen Job. Dein Wort in Gottes Ohr. Roberto und Massimos Frau Isabella servieren die Vorspeisen. Antonello nimmt den Oktopussalat unter die Lupe. Philippos kostet die Bruschetta di Tonno mit karamellisierten Zwiebeln. Hier Abus Vitello Tonato, noch so ein italienischer Klassiker. Und das ist Felix Carpaccio di Manzo vom Rinderfilet. Sehr hübsch. Sieht wirklich alles gut aus. Alles genau. Sieht sehr gut aus. Ja. In der Küche konnte es Philippos kaum abwarten, seinen Oktopus zu vernaschen. Und? Ich habe mein Pulpo Medium bestellt. Ich weiß eigentlich gar nicht, was Medium ist bei dem Pulpo. Aber von der Konsistenz her finde ich das gut. Erstmal ist es so ein komisches Geschmack, weil die Haut schmeckt anders. Sie ist ein bisschen ja weicher, glitschiger, sagen wir mal. Aber die Konsistenz von dem Pulpo hat mir gut gefallen. Ich habe gehört, dass Pulpo manchmal sehr zäh sein kann, so wie ein Gummi. Ja. Oh, ja. Oder manchmal ist er porös, aber das ist er beides nicht. Also daher müsste das auch Medium sein. Das sieht gut aus, ja. Ja. Der ist schön angerichtet auf dem Rucola-Bett mit den kleinen Kartoffeln, Cocktailtomaten. Ich habe ihn etwas leicht pikant bestellt. Er hat sich wahrscheinlich nicht so getraut, das so pikant zu machen. Es ist sehr dezent, also man schmeckt die Schärfe kaum. Ach, die Fäden, die kannst du dir sparen, das getrocknete Zeugs. Buh. Ich persönlich hätte das tatsächlich etwas noch pikanter, ein bisschen schärfer. Aber ich muss sagen, man kann das gut essen. Es ist auch sehr gut abgeschmeckt. Es ist wirklich ein harmonisches, schöner Gericht, was ich gerne tatsächlich am Mittelmeer essen würde, am Meer. Das erinnert mich an Urlaub, Meer und Italien. Ja, eigentlich ein schönes Kompliment, was er da gerade so sagt. Ne? Jetzt Felix, macht dein Gaumen auch schon Urlaub in Italien? Also mein Carpaccio, muss ich sagen, es ist wieder mal auf den Punkt getroffen. Es ist dünn aufgeschnitten worden. Ich muss sagen, dein Carpaccio war noch mal eine Spur dünner aufgeschnitten. Ich finde es ja super, wenn das richtig dünn aufgeschnitten ist. Das ist immer besser, wie wenn so ein dicker Fleischfladen auf dem Teller liegt. Das Fleisch ist butterzart, da braucht man nicht mal ein Messer, das geht gerade auseinander. Es ist nicht stark gewürzt worden, klar, dafür hat er super Salz und Pfeffer dazu geliefert. Was mich ein bisschen gestört hat, war zu viel roter Pfeffer. Der rote Pfeffer schmeckt einfach ziemlich intensiv. Sogar, ich würde fast sagen, der schmeckt wie eine Rosenblüte so ähnlich. Also mir würden 3-4 Beeren drauf reichen, aber er hat ja wirklich eine ganze Handvoll drauf gemacht. Zu viel davon ist nicht gut. Der Parmesan schmeckt sehr intensiv und der Rucola ist super angemacht. Nicht zu sauer, nicht zu salzig, nicht zu süß. Kann man gar nichts sagen. Im Endeffekt super Carpaccio, bis auf den Pfeffer. Abu hat das Vitello Tonato. Das ist Kalbfleisch mit einer Thunfisch-Mayo-Creme. Mhm. Meine ist ein Traum. Schmeckt sehr fein, super fein geschnitten. Das war butterzart, also sehr fein. Der ist medium gebraten. Mhm. Schön dünn geschnitten, gutes Kalbfleischqualität. Man merkt das, man schmeckt das, man sieht das. Mit dem Gabel kannst du schön auseinandernehmen. Ist Kalbfleisch vom Vitello Tonato gebraten oder gekocht? Es gibt unterschiedliche Versionen. Klassisch ist, am meisten wird Kalbssemenrolle verwendet und es muss ins Wasser gekocht sein. Okay. Es gibt Versionen, dann heißt es aber auch anders. Aber klassisch ist das schon dann auch quasi gekocht. Wenn du so machst wie ich im Ofen zum Beispiel, da siehst du hier am Rand die Kruste. Also das ist zum Beispiel braun. Und wird es auch nicht sich auseinander so nehmen, oder? Wird es ein bisschen fester bleiben. Ja. Antonello möchte jetzt seine Thunfischbruschetta besprechen, aber von Italiener zu Italiener. Roberto, ich bin sehr neugierig. Was ist das für ein Thunfisch? Das ist ein ganz normaler Thunfisch, wo wir von Rio Male benutzen. Genau. Okay. Sogar italienische Firma. Genau. Du hast jetzt aber nicht gedacht, dass mir da frischer Thunfisch kommt. Nein, aber wenn ich mal vergleiche die Vorspeise, was die Kollegen bekommen haben. Super, toll, genial, wirklich genial. Okay. Und dann bekomme ich den, dann
gibt's irgendwie einen kleinen Kontrast, sag mal so. Okay. Nachdem ich die andere Vorspeise gesehen habe, wie schön eingerichtet, was für Qualität vom Fleisch und so, wenn ich auf meine Bruschetta so frische Thunfisch gehabt hätte, hätte es wahrscheinlich meine Zunge angezündet. Ich finde das mit den karamellisierten Zwiebeln super raffiniert. Und die Optik zu vergleichen mit einem Bruschetta und einem Tellergericht ist ja hanebüchen. Also bitte, das ist ein Brotsnack, super geil, super simpel gemacht. Antonello, lass. Insgesamt schmeckt super. Ich werde den Rest weiter essen. Grazie, danke schön. Weil mir schmeckt. Ja, wenn also, nicht, esse ich es weiter. nee, da kriegst du nichts von mir. Super, super. Va bene. Danke, Roberto. Super, grazie, grazie mille, grazie. Soweit die Vorspeisen. Mal schauen, was der Hauptgang bringt. Buonasera. 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 Come va? Tutto bene, grazie. Tutto bene. Ciao. Piacere, Antonello. Massimo. Massimo. Ich mag die Sprache, die italienische Sprache, wie die reden immer. Man sieht das manchmal, fangen an zu und ja, war interessant. Frage mal, was kochen wir heute? Was für ein Gericht? Lui sta chiedendo che cosa ci fai vedere, che cosa ci cucini. Allora oggi vi preparo una piccata alla milanese. Er wird für uns eine piccata milanese vorbereiten. Was ist piccata milanese, Antonello? Piccata milanese ist unser Schnitzel. Ist unser Wiener Schnitzel, kann man so sagen. Natürlich die Panade ist anders. Wird bei uns natürlich nicht mit Pommes, wie man kennt, serviert, aber mit Spaghetti. Also ne, das ist schon ein richtiger Klassiker. Ne? In einer Parmesan-Käse-Ei-Hülle ausgebacken und idealerweise Kalb. Und so ist es auch bei Massimo. Kannst du uns zeigen, welches Stück von dem Kalb ist? Sieh. Denn Kalb ist ja nicht gleich Kalb. Was für ein Stück Fleisch ist das? La coscia. La coscia, also die Hüfte. Das ist Hüfte. Mhm. Er hat praktisch das Fleisch schon filetiert, also schon sauber gemacht. Und dafür hat er das Filetstück rausgeholt. Das Filet drückt Massimo erstmal platt. Für die Panade füllt er zunächst Mehl in eine Schüssel, dann Parmesan und Ei in eine andere. Er meinte, ich mache jetzt so mit Gefühl. Ich muss erst peu à peu das Parmesan ins Ei mit dem Ei zusammenmischen. Allora, il prezzemolo non lo metto fresco, lo taglio e lo metto a una bassa temperatura ad essiccare. Ok. Das Petersilien mache ich nicht frisch drin, aber getrocknet. Jetzt würde ich ihm fragen, warum. Perché lo metti secco e non fresco? È perché se lo metto fresco rischia di bruciare con la temperatura. Invece già essendo secco, mantiene di più. Weil wenn ich frisch jetzt reinmache, es bestätigt der Risiko, dass er verbrennt sich. Aber den Trocken, der bleibt so. Der bleibt so, ja. Okay. Also das sehe ich nicht so. Also das ist ja so, als wenn ich jeden Kräuterpfannkuchen dann nicht backen könnte mit frischer Petersilie und eben Kräutern. Also, also der schmeckt ja auf jeden Fall mal nach tote Füße. Ne? Also ich würde frisch nehmen. Massimos Frau Isabella arbeitet als Beiköchin im Betrieb. Hier hat die 41-Jährige die Tagliatelle am Wickel. Die Nudeln sind selbst gemacht. Finde ich super. Ja. Und das ist der Grund, warum er verwendet Tagliatelle bei Piccata und nicht die Spaghetti. Er meint, wir haben so eine gute Qualität, das mache ich mit Tagliatelle. Okay, sein Stil. Ja klar, man könnte auch Spaghetti da frisch mal aus demselben Teig, ne? Aber ich kann damit leben. Jetzt zieht Massimo sein meliertes Kalbsfilet durch die Parmesan-Eiermischung. Was für eine Temperatur muss ungefähr das Öl haben? 170 Grad? Ich finde das auch gut, 170 Grad. Also meistens hört man so 180 oder 190. Das ist dann zu heiß, wird zu schnell dunkel. Das ist gut so. Seine Tagliatelle gab Massimo in der Pfanne mit der Soße fertig, so wie in Italien oft üblich. Ich hätte es mich erwartet, dass er eine authentische Piccata Milanese macht. Am Anfang war ich skeptisch, ganz ehrlich gesagt, ja. Also fand ich toll. Schön und gut, aber mundet Massimos Italo-Klassiker auch? Finden wir es heraus. Im Hauptgang fackelt unser Gastgeber so richtig einen ab. Feuerfrei, Roberto. Oh, jetzt hier einen auf dicke Hose, jetzt noch am Tisch hier. Na schau, das ist aber Roberto, ne? Das gefällt ihm. Wolfsbarsch in der Salzkruste, der Renner des Hauses.
Seid ihr neidisch auf das, was ich bestellt habe? Hey, jetzt ein bisschen, ja. Ja, wenn der Service an den Tisch kommt und das Essen so präsentiert, wie er das gemacht hat, dann ist es auf jeden Fall was ganz Besonderes. Es ist unterhaltsam, es hat einen Show-Effekt. Wir hatten heute Spaß, oder? Ja. Na, das macht der toll, der Roberto. Schaut es an. Frischer geht es nicht. Perfekt. Filippo, ich habe gelernt, für jede Krete, wo du auf dem Teller hast, kriegst du von mir einen Grappa, okay? Okay. Weißt du, gehe ich heute besoffen raus. Noch lacht der Gute, aber dazu gleich mehr. Schaut wirklich appetitlich aus, der Wolfsbarsch in Salzkruste. Abu hat die Tagliatelle mit frischem Lachs. Portiongröße persönlich finde ich klein. Ich finde es perfekt. Ich esse lieber mehrere Runden. Antonello testet die hausgemachten Gnocchi mit Meeresfrüchten. Und Felix Piccata Milanese mit Tagliatelle, die kennen wir ja aus der Küche. Alter, das schaut ja alles auch gut aus, ne? Aber schmeckt es auch? Das ist hier die Frage. Vielleicht hätte Roberto doch nicht so eine Show um seinen Wolfsbarsch machen sollen. Meine Grappa werden immer mehr. Gleich, Philippos. Jetzt möchte Felix erstmal was zu seiner Hauptspeise sagen. Also ich muss sagen, ich bin echt überrascht. Meine Piccata ist perfekt gelungen. Die Panade ist super knusprig, trotzdem weich. Es war jetzt nicht kräftig im Geschmack. Da der Parmesan ja sehr salzig und sehr kräftig im Geschmack ist, hat er das wirklich dezent gemacht. Sind auch perfekt gebraten, super zart. Vorhin waren sie noch etwas rosa, mittlerweile sind sie durchgezogen, aber das macht überhaupt nichts. Ja, ja, also Leute, das ist ja auch normal, ne? Es zieht ja weiter durch. Die sind perfekt gegart. Also meine Nudeln sieht man sofort, dass die frisch gemacht wurden und bestimmt erst vor einer halben Stunde abgekocht wurden. Die sind al dente, die kleben noch leicht. Die sind super frisch, perfekt gewürzt, Tomatensauce schön sämig, nicht zu knoblauchlastig, alles schön püriert, keine Zwiebelstückchen drin. Und er hat ein bisschen Basilikum drauf gemacht, was das Ganze perfekt abgerundet hat. So, und jetzt kommen wir endlich zu Philippos Wolfsbarsch. Es ist für mich bis jetzt wirklich das beste Gericht, was ich gegessen habe in dieser Woche. Es ist großartig, es macht richtig Spaß. Gemüse dazu passt auch, das hätte mich jetzt gar nicht interessiert. Ich musste das gar nicht würzen oder abschmecken. Butterzart, perfekt. Toller Geschmack. Bei den Fischen sagt man normalerweise, je hässlicher der Fisch, umso leckerer schmeckt er. Nur eine Sache. Peter. Ich habe versucht, meine Gräten zu zählen. Ja, ich habe es gesehen. Bring mir einfach die Flaschen statt Gläschen. Sehr gerne, Filippo. Ich meine, ich bestelle einen ganzen Fisch, einen ganzen Dorado und ich bin kein kleines Kind. Wenn ich natürlich Fisch filetiere oder esse, dann passe ich auf, wenn Kreten da sind, dann nehme ich sie halt raus. Ich meine, Fisch ist Fisch. Gehört dazu zum Fischessen. Genau. Ja, wer keine Kreten will, soll Fischstäbchen essen, ne? Also. Mit Kreten hatte Abu nicht zu kämpfen bei seiner Lachs-Tagliatelle, dafür mit etwas anderem. Mein Pasta con Salmone hat super lecker geschmeckt. Okay, sehr schön. So wie du siehst, Teller ist leer. Ich fand nur, dass es leider zu wenig Lachs. Zu wenig Lachs? Zu wenig Lachs. Und ich habe mir den Lachs so vorgestellt, dass es ein bisschen Scheibe oder Würfel drin sind. Weil die Pasta, Pasta con Salmone heißt, man sollte schon Salmone, also den Lachs, mehr sehen. Ja. Gebe ich dir recht. Also ich finde es gut, dass du mir das sagst. Schade, dass du das alles leer gegessen hast, so hätte ich auch ein bisschen gucken können. Das war leider. Aber das hat ja gesehen, dass das es auch geschmeckt hat. Genau. Also ich würde es persönlich den Tagliatelle separat machen und dann hätte ich den Lachs als ein Filet und Stück gebraten, schön auf Tagliatelle gestellt. Dann hätte ich noch ein bisschen vielleicht eine Kirschtomate noch reingemacht in Tagliatelle, Tomatensahnesoße. Und hätte ich dann vielleicht ein bisschen Grün reingemacht. Als Deko hätte ich ein bisschen Rucola-Salat vielleicht dazu gelegt und Scheibe Zitrone dazu. Und so hätte ich dann Tagliatelle nach draußen präsentiert. Nein, 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 nein. Also nicht jetzt Gerichte verändern, die original so in Italien gemacht werden. Da grätschen wir jetzt nicht rein. Antonello hat den Gnocchi mit Meeresfrüchten, von denen Mike ja extrem begeistert war. Roberto, also die Gnocchi wirklich sehr gut. Grazie. Das Einzige, ich habe bei 6 Muscheln hier drin gehabt, aber 2 zum Beispiel kann man nicht essen. Cool bleiben, Roberto.
Und wieso kann man die nicht mehr essen, wenn ich fangen kann? Also, weil die sind zu trocken. Okay. Oh, Antonello, ganz dünnes Eis. Jetzt musst du aufpassen. Also eine Muschel, was soll man denn da machen? Die kommt frisch, die kommt geschlossen, die wird gegart und die öffnet sich und dann wird sie serviert. Wenn die jetzt irgendwie trocken oder irgendwie zu wenig Soße, irgendwie, bitte. Bitte nicht. Fangt's nicht so ein kleinen Krematum an. Bitte nicht. Du weißt, wenn sie in der Pfanne sind, wenn auch mit den Gnocchis, die werden noch mal geschwenkt, kann es passieren. Ehrlich, eine sehe ich jetzt, wo ein bisschen trockener ist. Das ist eine. Ja, bin ich ein bisschen bei dir. Wenn ich das machen würde, würde ich die Komponente, wo länger brauchen, ja, weglassen. Den zweiten ist die Tentakel. Da gab es welche, wo, so wie den zum Beispiel, wie du merkst, ich muss richtig drücken, also die zu schneiden. Okay. Und die sind leicht, also ein bisschen gummig noch im Mund. Also dann muss ich ein bisschen länger. Antonello, darf ich das mal probieren? Natürlich. Das finde ich richtig. Gleich in die Offensive auch mal fragen, ob man probieren darf. Na dann. Philippo, es ist schön, das ist eh der. Es ist schön, wenn du hier. Oh, ist fein. Er nimmt den Gemüselöffel, der als Beilagelöffel im Gemüse liegt. Einfach, damit das sauber gemacht wird. Einfach. Und findest du den Tintenfisch auch gummelig? Ehrlich? Ja. Ich finde sie perfekt. Okay. Aber ich mag auch den Polpo, bzw. den Tentakel. Ja. Bisschen. Okay. Genau. Geschmackssache. Ist Geschmackssache. Ist Geschmackssache. Alles gut, alles gut. Also für mich hat der Roberto das ganz cool gelöst. Er hat sich nicht aufgeregt. Er hat einfach so cool gesagt, ist zwar nicht so, aber du hast trotzdem recht. Und dann, was mir noch sehr neugierig gemacht hat, ist eben mit Eigelb. Es hat nur mir leider nicht geschmeckt von den Eiern. Also von den Eiern habe ich nichts gehabt, weil den Fischgeschmack hat dominiert. Wenn du kombinierst schon von Anfang an einen leichter Geschmack. Natürlich, der Fischgeschmack ist so intensiver, dass den Ei du nicht mehr merkst. Das Eigelb ist ja einfach nur da, dass die Gnocchi sich zusammenbinden. Dass man die einfach schön essen kann. Das ist der einzige Grund, man soll kein Ei schmecken, ist gar nicht der Grund dabei. Also zwei, drei Sachen dazu. Einmal, das Eigelb war nicht wie bei mir dort oben drauf gelegt. Das hat er wahrscheinlich dann sich so gewünscht. B, vielleicht kommt er aus einer anderen Ecke Italiens und wo er das Gericht so in der Art nicht kennt. Und C, ein Italiener, der nicht Mozart ist, doch kein Italiener. Ich glaube, er hat dieses Gericht einfach nicht verstanden. Mit dem Tentakel auch, ich glaube, besser als diese Konsistenz wie dieser Fisch gibt's nicht. Aber alles gut, komm. Endspurt in Robertos Enoteca, jetzt die Desserts. Hey Massimo. Hey, ciao, Filippo. Ciao. Und? Ja, du willst lernen. Bist du wieder in der Küche? Ja. Sehr schön. Volete provare? Tutti e due? Wollen wir es probieren? Dass wir das hinkriegen, fragt er. Wir beide? Ja, wir sind da. Ich bin bereit. Was machen wir denn? Cannolo siciliano. Das sind ja so die Teigröllchen, ne? Die werden dann so ausgebacken. Und die Füllung ist dann Ricotta, genau. Wir tun erstmal alle Schälchen jetzt erstmal mit den ganzen Zutaten, wo wir für den Teig brauchen, ja. Tun wir jetzt erstmal alles füllen. Okay. Okay? Super. Allora, dimmi. Okay. Adesso mettiamo 60 Gramm di Marsala. 60 Gramm von Marsala. Der Marsala ist ein italienischer Likörwein. Ah, Filippo. 15 Gramm mehr. Alles gut. Das macht doch nichts. Taglio un pezzo di strutto. Strutto? Strutto, sì, 15 okay. Grammi. Butter? Strutto. Strutto ist Schweineschmalz. Schweineschmalz. Genau. Okay. Wie viel? 30 Grammi. 30 Gramm. Okay. Noch eine Prise Salz hinterher, 10 Gramm Aceto Balsamico White Fine Dressing und 20 Gramm geschlagenes Ei. So, und jetzt? Jetzt movimento di guanti. Jetzt vermengt Philippos den Ricotta mit 30 Gramm Zucker und etwas Kakaopulver. Sieht nach einer runden Sache aus. Fertig. So. Fertig. Er kontrolliert. Fertig. Fatto bene. Geiler Typ, der Massimo.
Nachdem der Teig 15 bis 20 Minuten geruht hat, geht es ans Auswalzen. Damit der Cannoli-Teig zusammenhält, bestreicht Massimo ihn mit Eigelb. Der Massimo weiß sich zu helfen, seine Röllchen für die Cannolis zu machen. Vielleicht sieht es ja dadurch wirklich hausgemacht aus. Ja. Vielleicht will er das erreichen. Auf jeden Fall, das ist eine gute Idee. Muss man sich merken. Zum Schluss frittiert Massimo das Ganze. Cannoli sieht so einfach aus, aber es ist tatsächlich ziemlich aufwendig, wenn du alles selber machst oder frisch machst. Frisch, ja, aber auch lecker. Hier sind sie, die Desserts. Das Tiramisu soll Abu den Abend versüßen. Wow, Philippos und Felix Cannoli sind ja kaum wiederzuerkennen. Das Tofu tun wir noch ein bisschen verfeinern. Mit einem Samazzano vom Borschi, kommt aus meiner Heimat. Seine alte Erinnerung an meinen Vater. Und ganz wichtig, ein warmer Espresso. Wow. Eccoli. Zusammen ergibt das Antonellos Tartufo Classico Schoko Savaioli. Oh, das möchte ich jetzt auch haben. Ist Mikes Futterneid berechtigt? Antonello, lass hören. Also ich habe Tartufo Classico. Es besteht auf Schokoladen- und Vanilleeis, so wie ich es jetzt auch sehe. Also es schmeckt natürlich sehr lecker. Mich gefällt sehr gut, dass diese italienische Likör noch dazu kommt, ja, und dieses warme, bittere Espresso. Also die Kombination ist genial. Ich muss mir sogar noch korrigieren, ich habe Vanilleeis gesagt, aber das ist Savaione. Was ist Savaione? Savaione ist geschlachtete Eigelb mit Zucker. Geschlagene Heigelb mit Zucker. Wie, Antonello hat gar nichts zu motzen? Dann Felix, bitte. Also ich muss sagen, die Cannolis schmecken mir super. Kannte ich so nicht. Der Teig, der hat mich echt überrascht. Schmeckt so wie ein Waffelteig, wie vom Italiener von der Eisdiele. Wie ist die Creme? Ja, die Creme, das ist eine Mascarpone-Sahne-Mischung wahrscheinlich. Bist du dir sicher? Kennst du Ricotta-Käse oder Ricotta? Ricotta, ja. Ja. Ricotta. Die Cannolis sind tatsächlich mit Ricotta. Die Crema vom Geschmack her, diese Ricotta, ist nicht, wie man vermuten würde, dass es wirklich nach Käse schmeckt. Es ist frisch, zitronig. Er hat sie mit irgendwas abgeschmeckt. Ich kann mir das nicht. Wahrscheinlich auch mit Zesten oder Zitrone. Es ist tatsächlich lecker. Kann das sein, dass das hier richtig gut läuft? Kommt drauf an, was Abu sagt. Also meine Tiramisu schmeckt gut, die Mascarpone, es ist sehr leicht cremig. Also essen kann man leicht essen, aber das ist zu luftig. Das ist für mich ein Light-Tiramisu. Und die Schoko-Kakao, der oben drüber, es ist extrem zu viel. Ich habe klassisch italienisches Tiramisu erwartet, mit dem Amaretto-Geschmack, dass die Mascarpone so fest ist und cremig und so, dass auf die Zunge bleibt. Das war leider nicht so. Grundsätzlich gehört jetzt nicht klassisch Amaretto dazu. Das muss man mal sagen. Wo bleibt denn Roberto nur? Pfeift doch mal einer. Aha. Oh je. Ich hab dir nur vorgewarnt. Das Lied des Todes. Filippo, du warst ja mit uns in der Küche. Ja. Wie hast du es gefunden? Ich habe das tatsächlich als ein Röllchen auf dem Teller mir das vorgestellt. Aber es kam wirklich viel hübscher angerichtet mit den Pistazien. Das eine, das andere mit dem Schokoladenstückchen. Sehr schön. Und das eine dann mit dem Amarena-Kirsche. Das hat mir und Felix am besten geschmeckt. Super. Die Crema, top. Nicht zu schwer, nicht zu fest, ganz leicht. Was ich schade finde, ist tatsächlich das Rollo oder das Cannoli. Mhm. Ein Tick länger wurde das frittiert. Dieser Geschmack von dem frittierten Fett oder Öl, was verwendet wurde, der dominiert das Ganze. Danke für die Info. Werde ich natürlich auch weitergeben. Und ja, ich sehe es auch mit den Augen, dass es wirklich ein bisschen rüber ist. Ja, genau. Na schau, so macht man das. So geht man mit Kritik um. Endlich kommt Philippos zu seinem Grappa. Durch meine Fehler, durch mein Unkönnen
von den Kreten. Nee, es waren mehr Kreten, ja? Es waren fünf. Es waren fünf Kreten, die habe ich gesehen. Ich finde es schön, dass ihr alle da wart. Das geht auf mich, ja? Natürlich. Ja, das geht auf ihn, stimmt. Also, Prost, toller Abend. Hut ab, der Robby und sein Massimo, die haben jetzt da richtig einen draufgelegt, ne? Und wie viel liegen die Mitstreiter auf den Tisch? Unsere Gesamtrechnung beträgt 241 Euro, inklusive Getränke. Und davon nur das Essen 166,80. Also, angemessen? Das kann man gar nicht sagen. Ich finde es sehr korrekt. Seine Leistung fand ich gut, aber es war so teils, teils. Also ich kann ja nicht sagen, dass er 100% Leistung gehabt hat. Also Abu, jetzt mal ganz ehrlich, das ist ja nicht angebracht. Da muss man mal den Hut ziehen und dann muss man mal seinen gestrigen Tag ein bisschen vielleicht mal rekapitulieren im Kopf. Da waren wir bei Abu. Die Zwiebeln sind ein bisschen verbrannt. Das Knoblauchgeschmack war für mich sehr, sehr, sehr dezent. Wenn ich mich entschieden, was mit Knoblauch essen, dann möchte ich auch das Knoblauchgeschmack haben. Ne? Mein Steak habe ich medium bestellt. Es ist medium rare. Das war schon eine richtig, richtig gute Leistung hier. Man hofft immer, dass man die 10 kriegt und hofft nicht, dass man die 1 kriegt. Aber ich werde zwischen 9 und 10 werde ich liegen, da bin ich ganz klar überzeugt. Die Enotheca Breisach hat sich heute ziemlich gut geschlagen, aber 9 bis 10 Punkte pro Kopf, das ist schon eine Ansage, oder? Also. Roberto, ich gebe dir, deine Enotheca und dein Team, 7 Punkte. Neun Punkte. Ganz daneben liegt Roberto nicht mit seiner Prognose. 33 Punkte bedeuten für seine Enotheca Breisach aktuell Platz 2. Stiehlt der Truppenjüngste seinen Mitstreitern in der Rheinpromenade die Show? Ich will meine Gäste heute nicht nur mit einem super Essen beglücken, sondern auch mit einem richtig tollen Ausblick. Felix Erfolgsrezept, Frisches aus der deutsch-französischen Küche. Da ist jetzt mal Hitze. Und die Konkurrenz zeigt die kalte Schulter. Der Zander ist relativ trocken. Da kriegt der Wirt feuchte Augen.